Mit dem heutigen Tag hat Deutschland eine neue Regierung. Die Koalitionsgespräche liefen erstaunlich ruhig und diszipliniert. Die Wahl des Kanzlers ging reibungslos über die Bühne. Die Finanzmärkte mögen solche Berechenbarkeit. Wie sich das heute in den Aktienkursen niederschlägt, sagt uns Stefan Wolf aus der Frankfurter Börse. An den Finanzmärkten hat man sich vor allen Dingen damit zufrieden gezeigt, dass die Koalitionsverhandlungen relativ flott vonstatten gegangen sind. Angesichts einer Dreierkonstellation sei das nicht erwartbar gewesen, heißt es hier auf dem Börsenparkett. Auch natürlich angesichts der langwierigen Diskussionen, als es vor 4 Jahren erneut zu einer großen Koalition gekommen war. Mit Blick auf das Koalitionspapier gibt es Lob aus der Wirtschaft. Vor allen Dingen wird hervorgehoben, dass die Koalition sehr stark auf die Eigenverantwortlichkeit der Unternehmen setzt, wenn es darum geht, den Wandel voranzutreiben. Aber mit der Arbeitsaufnahme der neuen Regierung kommen auch wieder die Forderungen aus der Wirtschaft, dass auf die Worte nun Taten folgen müssten. Vor allen Dingen bei Digitalisierung und Bildung bestehe erheblicher Nachholbedarf. Auch in der Infrastruktur sehnt man sich in der Wirtschaft einige Projekte herbei, an denen man sich natürlich auch selber ganz gerne auf lukrative Art und Weise beteiligen möchte. Die Kurse sind heute leicht zurückgegangen. Das hängt aber hauptsächlich damit zusammen, dass sie an den vergangenen Tagen so stark gestiegen sind. Da wird ein Teil der gemachten Gewinne wieder mitgenommen. Unter Druck geraten dabei die Papiere des Reiseanbieters TUI. Das Unternehmen hat am Morgen Milliardenverluste bekannt gegeben. Die Buchungszahlen sind im zweiten Corona-Jahr kräftig zurückgegangen, haben sich erst im Sommer wieder erholt. Aber die TUI verspricht, im kommenden Sommer wieder zur Normalität zurückzufinden. Und wir bleiben beim Tourismus, beim Wintersport. Auch diese Branche wurde hart von der Corona-Pandemie getroffen. In den deutschen Alpenregionen standen vielerorts Lifte und Seilbahnen still, was zu hohen finanziellen Verlusten führte. Und auch wenn nun nach gut 1,5-jähriger Pause die Skigebiete wieder geöffnet haben, blicken viele auf eine schwierige Saison. Aufgrund hoher Infektionszahlen gibt es zahlreiche behördliche Vorgaben in den Wintersportorten, die sich jederzeit ändern können. Wegen der fehlenden Planungssicherheit für die Touristen rechnet die Branche mit einer Stornierungswelle. In Bodenmais im Bayerischen Wald ist die Welt nicht mehr in Ordnung, trotz Winteridylle mit verschneiten Bergen. Die Pisten sind präpariert, aber die Hotels sind geschlossen. Die Inzidenz ist bei uns jetzt bei rund 700. Was aber bedeutet, wenn wir die Tausenderlinie reißen, müssten am nächsten Tag die Gäste abreisen und die Hotels wieder zusperren. Mit dieser Unsicherheit trauen sie sich nicht aufzusperren. Verunsicherung auch in den Reisebüros. Zwar liegt die Zahl der Buchungen in diesem Winter etwas höher als im vergangenen Jahr, aber viele Kunden denken über eine Stornierung nach. Die Menschen, die in die Reisebüros kommen, wollen, dass man ihnen die Verunsicherung nimmt. Sie sitzen gewissermaßen zwischen zwei Stühlen. Auf der einen Seite der Drang und der Wunsch des Verreisens und auf der anderen Seite durch die apokalyptischen Äußerungen unserer Bundesregierung völlig verunsichert. Auch in Bodenmais richtet sich die Kritik vor allem an die Politik. In Bayern gilt an Skiliften derzeit 2G+. Zudem darf nur jeder vierte Platz besetzt werden. Das ist ein K.O.-Kriterium. Da können die Lifte nicht aufsperren. Das geht betriebswirtschaftlich nicht. Ohne die Lifte keine Übernachtungen, ohne Übernachtungen keine Lifte. Die vergangene Wintersaison war ein Totalausfall. Derzeit sieht es vielerorts kaum besser aus. Und auch die Kreuzfahrtbranche hofft darauf, dass es bald wieder bergauf geht. Die große Erholung ist in diesem Sommer ausgeblieben. So verbuchten nach Angaben des Deutschen Reiseverbandes die Kreuzfahrer im Tourismusjahr 2020/21 gerade mal ein Drittel des Umsatzes im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019. Gestern ging im Hafen von Warnemünde die dortige Kreuzfahrtsaison zu Ende. Und trotz der schwierigen Lage für die gesamte Branche fiel die Bilanz positiv aus. Noch vor dem Morgengrauen legt die Mein Schiff 1 am Warnemünder Kreuzfahrtterminal an. Platz hätte sie für knapp 3000 Passagiere. Wegen der Pandemie sind aber nur 2000 Kreuzfahrer unterwegs. Die Mein Schiff 1 ist das 47. Kreuzfahrtschiff, das Rostock in dieser Saison anläuft.
Vor Corona waren es knapp 200 mit insgesamt 600.000 Passagieren. Das hat natürlich schon ein Loch in unsere Kasse gerissen, das ist ganz klar. Aber das war natürlich zu Anfang des Jahres auch zu erwarten. Wir haben natürlich das Glück, dass wir als Universalhafen andere Gutarten im Überseehafen hatten, die uns die Bilanz gerettet haben. Aber es sind großen Ordnungen, die uns schon wehtaten, ja. Weh tat es auch den Unternehmen, die direkt mit den Kreuzfahrtschiffen zu tun haben. Weniger Anläufe heißt auch, weniger Treibstoff an die Schiffe liefern, weniger Passagiertransfer, weniger Proviant. Die Mein Schiff 1 bunkert heute in Rostock die Ladung von 47 Tonnen und das ist nur ein Schiff. Hochgerechnet ergibt eine normale Kreuzfahrtsaison mehr als 40 Millionen Euro Einnahmen in Mecklenburg-Vorpommern, auch wegen der Tagesausflügler. Ines Lenz organisiert diese Kurztrips seit 30 Jahren. Mit ihrem Unternehmen ist sie eine Größe in der Branche. Noch vor 2 Jahren hat sie pro Saison etwa 3.500 Reisebusse mit Kreuzfahrttouristen auf Tagesfahrten geschickt. Letztes Jahr waren es 100% Ausfall und dieses Jahr waren es 50% Ausfall. Insofern, wir sind auf dem aufsteigenden Ast, man muss es positiv sehen. Ines Lenz hat 5 Angestellte. Dank staatlicher Hilfen musste sie niemanden entlassen, sagt sie. Bei den Reisebusunternehmen, wo sie je nach Bedarf Fahrzeuge samt Fahrer anmietet, sieht es anders aus. Der eine oder andere musste leider aufgeben, weil er nicht über die Zeit gekommen ist. Und letztendlich sind alle froh, dass sie wieder arbeiten können, dass es wieder Arbeit gibt. Aber trotz allem ist es immer noch an der einen oder anderen Stelle eng und hart und man kämpft ums Überleben. Ganz so schlimm sieht es für die Kreuzfahrtreederei AIDA als großer Arbeitgeber in Mecklenburg-Vorpommern wohl nicht aus. Noch in diesem Jahr sollen wieder 10 Schiffe unterwegs sein. Wir sind nach wie vor mit geringerer Auslastung dabei, mit riesigem Aufwand. Das heißt, sowohl die Crew als auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier haben eine viel höhere Belastung. Wir kriegen es aber von den Gästen so zurückgespiegelt, dass sie das sehr zu schätzen wissen, was wir unternommen haben und dass sie ihren Urlaub trotz veränderter Bedingungen sehr genießen können. Und auch auf der Mein Schiff 1 sind ein Drittel weniger Passagiere unterwegs als zu normalen Zeiten. Und zwar nicht aus mangelndem Interesse, sondern wegen der Pandemie. Wer von heute an Züge im Regionalverkehr nutzt, muss sich auf verstärkte 3G-Kontrollen beim Vorzeigen der Fahrkarten einstellen. Um Schaffnerinnen und Schaffner zu schützen, wird allerdings nur dann kontrolliert, wenn Sicherheitspersonal mit im Zug ist. Wer nicht nachweisen kann, dass er geimpft, genesen oder getestet ist, für den endet die Fahrt am nächsten Halt. Auch ein beachtliches Bußgeld kann fällig werden. Welche Ansprüche haben Betroffene des VW-Dieselskandals gegenüber ihrem Autohändler? Dieser Frage ist der Bundesgerichtshof heute nachgegangen und stellt sich mit seinem Urteil auf die Seite der Käufer. Ist ein Neuwagen mangelhaft, kann der Käufer in den ersten 2 Jahren grundsätzlich frei wählen, ob er eine Nachbesserung möchte oder den Austausch des Autos. Die Kosten dürfen für den Händler aber nicht unverhältnismäßig sein. Geklagt hatte der Fahrer eines Wagens, der einen Dieselmotor mit der manipulierten Software hatte. Statt eines Updates verlangte er ein neues Auto. Der VW-Händler wies das zurück.